Das Hashtag heute Abend lautet wie immer Hashtag NPA088, falls jemand Bock hat, sich im Internet einzubringen in eine angeregte Diskussion oder auch einfach schicke Bilder gemacht hat. Dann freuen wir uns, wenn ihr die postet. Ha? Ups. Das Programm für heute ist spannend, aber ein bisschen knapper als normalerweise. Als erstes gibt es Benjamin Bergemann vom DigiGuest-Vorstand. Der redet nämlich über die digitale Gesellschaft, wieso, weshalb, warum. Und dann Julia Krüger mit der Sicherheitspolitik im Kontext vom KI. Dann fangen wir auch schon an. Ja, guten Abend auch von mir. Ich bin Benjamin Bergemann, im Vorstand bei der Digitalen Gesellschaft. Und ich möchte dieser Vortrag wird sehr viele Zahlen enthalten. Und wir fangen gleich mal mit einer an. Wie ihr seht, stehen hier zwei Zahlen. Ich fange mit der großen Zahl an. Die große Zahl, das ist die Zahl die ungefähre Zahl der Mitgliedsunternehmen von Deutschlands größtem Digitalverband. Ja? Das sind 2700 Unternehmen, darunter sind so Größen wie SAP, Microsoft, Facebook, die sich dort in einer Interessensvertretung organisieren. Demgegenüber stehen 485 Fördermitglieder der digitalen Gesellschaft. Und ja, wie man unschwer erkennen kann, haben wir hier ein enormes Ungleichgewicht in der Interessensvertretung. Und ich stehe hier heute Abend vorne, um auch nochmal ganz eindringlich zu sagen, wenn wir dieses Gegengewicht nicht ein Stück weit verändern. Ja, hier stehen gerade 485 Einzelpersonen, 2700 Firmen, darunter ein paar Weltkonzernen gegenüber, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, dass Digitalpolitik immer ein Stück weit Wirtschaftspolitik bleiben wird. Ja. Die digitale Gesellschaft versucht dem ein Gegengewicht zu geben und tritt für digitale Grundrechte, für Verbraucherrechte, für ein freies Netz und für eine offene digitale Gesellschaft ein. Kurzum, dafür, dass Digitalpolitik auch Gesellschaftspolitik ist und eben nicht nur Wirtschaftspolitik. Und weil wir kein Geld nehmen können von Facebook und Co. und das auch nicht wollen, brauchen wir euer Geld. Und deshalb stehe ich heute Abend auch vorne. Das ist das, was jeder Verein zum Jahresende mal machen muss. Ein bisschen klappern fürs Geld. So, jetzt möchte ich euch noch drei Gründe geben, warum ihr euer Geld ausgerechnet bei der DigiGuest lassen solltet. Ein Grund ist die Ausdauer. Ja. Schönes Beispiel, das Urheberrecht. Seit Anbeginn der Gründung von DigiGuest verfolgen wir das Thema Urheberrecht. Dann so seit 2016, 17 insbesondere auch die EU-Urheberrechtsreform. Anfang des Jahres, als die vielen Menschen auf der Straße waren gegen die Uploadfilter in der Urheberrechtsreform, haben wir die Infrastruktur unterstützt, die Organisation der Demos und das ist der letzte Screenshot. Wir sind auch jetzt noch dabei bei den langweiligen Sachen, nämlich dabei die schlimmsten Kollateralschäden bei der nationalen Umsetzung zu vermeiden. Ein zweiter Grund, von dem wir glauben, dass der die DigiGuest ausmacht, ist Gründlichkeit. Ja, wir versuchen so tief wie möglich in Themen einzuarbeiten, ins Detail zu gehen. Ein schönes Beispiel dafür ist die E-Evidenz-Verordnung in Deutschland. Hat kaum jemand auf dem Schirm. Das sind jetzt nicht nur Stellungnahmen zur E-Evidenz-Verordnung, sondern so mal so ein paar gesammelte Sachen aus 2019. Aber zum Beispiel zur E-Evidenz-Verordnung, da hat Elisabeth, unsere politische Referentin, die heute nicht hier sein kann, die hat, ich glaube, 2 bis 3 Stellungnahmen zu unterschiedlichen Fassungen dieser E-Evidenz-Verordnung verfasst. Also zum Parlamentsentwurf, zum Kommissionsentwurf, dann zum Entwurf der Berichterstatterin jetzt. Ja, das macht sonst niemand in Deutschland und vor allem nicht zu diesem Thema. Und schließlich
das ist, glaube ich, ein Problem, was alle Organisationen in dem Feld haben. Es gibt allein in der Netzpolitik viel mehr Themen, als man sinnvoll mit den beschränkten Ressourcen, die man hat, bearbeiten kann. Deshalb haben wir uns überlegt, beziehungsweise war das eine ganz bewusste Entscheidung Anfang dieses Jahres, dieses Spiel mit Pressemitteilungen und Trendwellen nicht mehr so ganz mitzuspielen und einfach mal zu sagen, wir setzen uns ganz bewusst Schwerpunktthemen, von denen wir wissen, dass sie in diesem Jahr wichtig werden und verfolgen die konsequent, ja, und lassen uns dabei nicht von jeder Pressemitteilung, von jedem neuen Facebook-Feature beeinflussen. Ja. Ein schönes Beispiel dafür, die Gesundheitsdaten, ja, das unsere Geschäftsführerin Elke hat darauf das ganze Jahr über eigentlich hingewiesen, hingearbeitet. Wir haben Stellungnahmen geschrieben. Leider kam dann das große Aufwachen erst in der Woche der Abstimmung vom Digitale Versorgungsgesetz. Ja. So, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt habe ich euch drei Gründe gegeben, jetzt ist die Frage, wie viel brauchen wir denn? Ja, es ist klar, wenn man diese Art der Interessensvertretung in dieser Professionalität betreiben will, dann geht das nicht nach Feierabend. Ja, das ist kein Hobby. Man braucht hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, man braucht ein Büro. Ja. Im Moment haben wir zwei Mitarbeiterinnen bei der DigiGuest. Das ist Elke, unsere Geschäftsführerin da vorne. Das ist Elisabeth, unsere politische Referentin, die hier auf dem letzten netzpolitischen Abend zur besagten E-Evidenz-Verordnung vorgetragen hat. Und sie werden unterstützt von Paula, die heute moderiert, die uns als studentische Mitarbeiterin unterstützt. Und jetzt hätte ich fast gesagt, die wohnen alle. Wir haben ein kleines Büro in Berlin-Wedding, da wohnen die nicht, aber da arbeiten die. Genau. Und ich habe gesagt Zahlen, jetzt kommen wir in den Zahlenteil, da könnt ihr mal sehen, was das ungefähr kostet, 2,1 Mitarbeiterinnen zu haben und dann noch ein kleines Büro in Berlin-Wedding zu unterhalten. Glücklicherweise sind wir für das Jahr 2019 gedeckt, das Jahr 2019 ist finanziert. Das Problem ist das Jahr 2020. Wenn wir uns unser Budget für 2020 angucken, sieht man hier, dass da eine Lücke klafft. Ja, eine Lücke von, da steht jetzt 27.000, je nachdem, wie man rechnet. Ja, wir wollen auch gar nicht suggerieren, dass wir das auf den Cent genau schon wissen. Ihr wisst, wie das mit Budgetprognosen ist. Es sind ungefähr, kann man sagen, 30.000, die im nächsten Jahr fehlen. Ja, und wir brauchen eure Hilfe, um die zu decken. Ja, jetzt ist natürlich die interessante Frage, wo kommen die her, beziehungsweise wo fehlen die 30.000? Ja? Und da muss ich kurz ein bisschen ausholen zum Thema, wie finanziert sich denn die DigiGuest eigentlich? Das ist ja auch immer ganz, ganz interessant. Bei anderen Organisationen schaue ich mir das immer ganz gerne an. Bei uns ist es so, dass wir eine Grundfinanzierung, 50.000 Euro von der Open Society Foundation bekommen. Das haben wir auch fürs nächste Jahr wahrscheinlich wieder sicher. Damit rechnen wir jetzt erstmal. Dann bekommen wir 50.000 Euro von den besagten 480 Fördermitgliedern, von denen ich am Anfang des Vortrages gesprochen habe. Dann gibt es einen kleinen Fehler auf der Folie. Die Spenden und die Projektgelder sind vertauscht. Das ist ein kleiner Fehler in der Grafik. Wir bekommen ungefähr 15.000 Euro Spenden im Jahr. Und das Problem, weshalb das Kuchenstück, was da fehlt, so groß ist, sind eigentlich die Projektgelder, die eigentlich die Spenden sind, also eigentlich das Rote. Wovon rede ich? Wir haben in den vergangenen Jahren recht erfolgreich Projekte durchgeführt, zum Beispiel mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Da haben wir so ein zivilgesellschaftliches Beteiligungsprojekt gemacht. Wir haben sind in den letzten Zügen ein Medienkompetenzprojekt für Schülerinnen und Schüler im Wedding zu machen. Und wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, diese Projekte auslaufen zu lassen, weil wir uns auf das Kernthema politische Interessensvertretung konzentrieren wollen. Ja. Und deshalb klafft da diese Lücke, weil diese Projektgelder werden im nächsten Jahr nicht mehr da sein. Und diese Lücke können wir nur zusammen mit euch schließen. Und 30.000 Euro, das klingt enorm viel. Aber ich mache an dieser Stelle mal ein kleines Rechenbeispiel. Ja. Anfang
des Jahres, genauer gesagt im März, waren gegen die Upload-Filter, auch je nachdem, welchen Zahlen man glaubt, 40.000 Menschen allein in Berlin auf der Straße. Ja? Wenn jeder dieser 40.000 Demonstrierenden auch nur 1 Euro gegeben hätte, wären wir fürs nächste Jahr ausfinanziert. Dann müsste ich hier vorne gar nicht mehr stehen. Noch ein ganz anderes Rechenspiel, wenn 40.000 Leute 5 Euro im Monat geben würden, ja, dann könnten wir unser Team, glaube ich, ganz nachhaltig und langfristig um mehr als das Doppelte vergrößern und es vielleicht sogar schaffen, dass solche kritischen Vorschläge wie eine Upload-Filterpflicht es vielleicht gar nicht bis zu so einer Abstimmung schaffen. Ja. Und ich vergleiche das, wenn es darum geht, ja, 5 Euro im Monat zahlen ist viel. Das stimmt, das kann sich nicht jeder leisten. Auf der anderen Seite vergleiche ich das ganz gerne mit Streaming-Abos. Ja. Für viele Menschen ist es relativ normal geworden, 5 bis 10 Euro auszugeben für Netflix, Spotify, ihr wisst, wie die alle heißen. Ja. Warum nicht mal die Hälfte des Gelds in eine nachhaltige Digitalisierung investieren? Ja. Zum Beispiel in eine Fördermitgliedschaft bei der DigiGIS. So. Am Ende bleibt mir nur noch zu sagen, wie ihr uns unterstützen sollt. Erstmal möchte ich mich an der Stelle ganz herzlich bei denen bedanken, die ich am Anfang erwähnt habe, nämlich mit den Einzelspendern zusammen sind es über 500 Leute, wahrscheinlich eher 600 Leute, die uns regelmäßig unterstützen, die diese Arbeit hier in der Hauptsache möglich machen. Zugleich freuen wir uns natürlich, und ihr habt gesehen, wir brauchen das, über neue Spenden, neue Fördermitglieder. Fördermitglied könnt ihr werden ab 5 Euro im Monat. Das ist, dann kriegt ihr auch so ein kleines DigiGIS-Goodie dazu und ich glaube inzwischen sogar ein extra Newsletter. Und das Beste ist natürlich, dass man ein gutes Gefühl dabei hat. Ihr könnt uns natürlich auch mit jedem anderen Geldbetrag unterstützen, den ihr irgendwie locker habt. Den könnt ihr auch auf verschiedene Arten loswerden, Überweisung, Better Place. Die Details stehen auf dieser Webseite. Ja, und wir hatten früher immer diesen Slogan, oder wir haben den immer noch, der Kampf für digitale Grundrechte ist nicht umsonst. Jetzt steht er auch in 2020 nicht. Und das kann ich nur an der Stelle auch nochmal betonen. Ja, wir haben auch 2020 wird netzpolitisch, digitalpolitisch ein ziemlich brisantes Jahr. Die Upload-Filter werden als Terrorfilter wiederkommen. Ich hoffe, dass es dann auch nochmal so viele Leute interessiert wie dieses Jahr. Die E-Privacy-Verordnung geht uns gerade ein bisschen sterben. Da muss im nächsten Jahr was passieren. Und schließlich wird die E-Evidenz-Verordnung, zu der Elisabeth hier im letzten Monat vorgetragen hat, in die heiße Phase gehen. Deswegen, diese ganzen Themen werden wir nicht beackern können ohne euch. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns unterstützt und möchten uns an der Stelle bedanken, wenn ihr das schon tut. Danke. Danke. Hat jemand Fragen zum Verein, zu den Spenden, wo die hingehen? Ja, das ist auch okay, muss man ja erstmal verdauen. Dankeschön, Benjamin. Dann geht's jetzt weiter mit Julia.